So, da sind wir auch schon. Einen schönen guten Morgen allerseits, liebe Traderinnen und Trader. Zum letzten Mal mit mir heute, zumindest für die nächste Zeit, die täglich neuen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Ab morgen ist der Mike wieder da, mit dem habe ich gestern schon gesprochen. Der freut sich riesig, dann am Montag hier wieder starten zu können. Also ab Montag wieder ganz normal, täglich neue Handelsideen mit Mike Seidel. Heute nochmal Handelsideen mit mir, Martin Görsch. Ja, waren tolle 3 Wochen. Ich freue mich riesig über die rege Teilnahme, die hier immer stattgefunden hat morgens. Von daher nehmen wir Angriff auf den Endspurt und schauen mal, was sich heute so ergibt hier. Ja, Ali, schönen guten Morgen. Mijo, Olaf, Ludger natürlich auch wieder dabei. Klasse. Prima. Dann starten wir wie immer mit dem kleinen Disclaimer. Ja, Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Chancen auf der einen Seite stehen Risiken auf der anderen Seite gegenüber. Deswegen tradet immer nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Okay, und ganz wichtig, die ganzen Analysen, die wir hier heute machen, ja, die dienen bitte rein den Lehr- und Lernzwecken, sind nicht als Anlageberatung oder als Kauf- oder Verkaufempfehlung für irgendwelche Finanzinstrumente zu verstehen. Ja, Ludger, vielen Dank. Das freut mich, dass das schöne 3 Wochen waren. Ich habe mir auch viel Mühe gegeben. War ja auch die ein oder andere gute Idee mit dabei. Ich glaube, wer das hier regelmäßig verfolgt hat, der hat auf jeden Fall gute 3 Wochen gehabt. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? So. Gut, dann hole ich mir jetzt noch kurz hier den Chat auch im Zoom rein. Das funktioniert auch. Steffen, hallo, schön. Ja, freue ich mich, dass du auch mit dabei bist. Prima. Gut, ihr Lieben, also, was steht heute auf der Agenda? Wir hatten bereits den Verbraucherpreisindex in Japan. Der ist aber heute so ein bisschen in den Hintergrund getreten, war gar nicht so wichtig heute in der Nachtsession. Warum? Da sprechen wir gleich mal drüber. Dann hatten wir um 8 Uhr GfK-Konsumklima in Deutschland. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schlechter gekommen als erwartet. Hat auch erstmal den DAX so ein bisschen minimal unter Druck gesetzt. Da werden wir mal gucken, wie das weitergeht. Was haben wir noch? Für alle, die im Schweizer Franken sind, Kopf-Frühindikator, ja, könnte ein bisschen Bewegung im Schweizer Franken bringen, aber ansonsten eigentlich eher nicht so. Der Schweizer Index tut sich weiter schwer, aus dem Dreieck nach oben auszubrechen. Hat gestern schon wieder einen sehr schwachen Tag gesehen. Werfen wir auch gleich noch einen Blick auf die Indizes. Ja, was haben wir sonst noch? PCI, Preisindex, Warenhandelsbilanz, persönliche Ausgaben, Einzelhandelsbestände ohne Fahrzeuge. Das kommt alles um 14:30 Uhr in Amerika. Haben wir zwar hier überall 2 Bullenköpfe, aber keine Market Mover dabei. Interessanter ist dann 14:30 Uhr Kanadisch Dollar Bruttoinlandsprodukt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Bewegung bringen in den kanadischen Dollar. Ja, Jackson Hole Symposium geht weiter, wird aber nicht mehr viel kommen. Da war die wichtige Rede gestern. Gab es einige Überraschungen. Werden wir auch gleich mal kurz drüber sprechen. Kurz nach 3 Uhr, dann wichtig für alle British-Pfund-Händler, Governor Bailey von der Bank of England könnte, je nachdem, was der sagt, auch deutliche Bewegungen im britischen Pfund bringen. Deswegen bin ich auch heute davon abgegangen, das britische Pfund gegen den US-Dollar hier als Handelsidee reinzunehmen. Die Grundausgangssituation sieht super aus, aber mit so einem wichtigen, mit so einer wichtigen Rede dann um kurz nach 3 Uhr sollte man da nicht unbedingt vormittags noch in eine Position reingehen. Da haben wir genug andere Möglichkeiten. Okay, dann 16 Uhr, auch ganz interessant, Uni Michigan, Konsumentenerwartung und Verbrauchervertrauen. Bringt manchmal größere Bewegungen, aber nicht immer aus einem ganz bestimmten Grund. Diese Daten der Uni Michigan sind so ziemlich die einzigen Wirtschaftsdaten, die man als Verbraucher oder als derjenige, den es interessiert, schon im Voraus quasi käuflich erwerben kann. Das heißt, die Marktteilnehmer, für die
das wirklich wichtig ist, die kennen die Ergebnisse bereits. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Das gibt es sonst eigentlich bei gar keinen Wirtschaftsdaten, aber da ist das so. Da werden uns die kostenlos immer ein bisschen verspätet zur Verfügung gestellt. Deswegen gibt das meistens keine großen Überraschungen. Ja, und abends haben wir natürlich wieder die neuen Nettopositionen der Commercials. Die sind aber, glaube ich, momentan gerade auf dem Währungsbereich nicht mehr so interessant, weil Carideo hat es hier schon angefragt, wie ich Pauls Worte von gestern deute. Da gibt es eigentlich nicht viel zu deuten. Die sind sehr, sehr klar gewesen. Es gibt eine wahnsinnige Änderung in der Ausgestaltung der Fiskalpolitik der Fed. Also das, was die Fed an Eingriffen im Markt vornimmt, das ändert sich dramatisch. Und zwar haben wir eine ganz harte Änderung seit den letzten 30 Jahren. Es ist bisher immer das Inflationsziel von 2% angestrebt worden. Und da wollte man aber auch nicht groß drüber hinausgehen. Und man hat versucht, die Inflation so im Bereich 2% zu halten und das eben über Steuerungsmaßnahmen. Und da ist die typische Maßnahme, wenn die Inflation anzieht und anfängt zu steigen, dass wir dann eine sofortige Intervenierung von der Fed sehen, und zwar im Sinne von Zinserhöhung. Ja, dass also die Zinsen angehoben werden, wenn die Inflation steigt, um das Ganze eben unter Kontrolle zu halten, dass wir keine zu großen Inflationswerte kriegen. Ja, und da ist eben immer so ein Zielbereich um 2% angestrebt worden. Und davon geht man jetzt weg. Die Fed hat also tatsächlich jetzt angekündigt, dass sie, ja, wie soll man sagen, eine Politik fahren möchten, die in einer breiten Spanne im Prinzip die Inflation beeinflusst. Und die Idee dahinter ist, dass nach Phasen, in denen die Inflation relativ lange sehr niedrig war, was jetzt ja der Fall ist. Aber wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es eigentlich auch ein bisschen verwunderlich ist, so stark wie die Fed den Markt mit Geld flutet, dass trotzdem die Inflation nicht anzieht. Und wir hatten also eine sehr lange Phase jetzt und sind ja immer noch in der Phase, wo die Inflation deutlich unter 2% liegt. Und jetzt hat die Fed gesagt, wenn wir aus solchen Phasen kommen, wo wir lange Inflationen unterhalb der 2% gesehen haben, sind sie bereit, auch eine deutlich höhere Inflation über kürzere Zeit hinzunehmen, ohne direkt zu intervenieren und die Zinsen anzuheben. Und sie haben auch in einem Nebensatz gesagt, dass sie das aktuelle Zinsniveau, nämlich das Nullzinsniveau, so wahrscheinlich für die nächsten 5 Jahre festschreiben wollen. Ja. Und das ist absolut außergewöhnlich. Es gab noch nie eine Mindestdauer für diese Niedrigzinsen. Es ist immer gesagt worden, sobald das nötig ist, werden wir intervenieren. Das haben sie jetzt erstmal so ein bisschen auf die lange Bank gestellt. Ja, die erste Reaktion im US-Dollar-Index war rums nach unten. Danach hat sich das relativ schnell wieder egalisiert. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, den Euro nach oben, ja, ist bis ganz knapp über 1,19 gestiegen, dann auch sehr schnell wieder zurückgekommen. Recht starke Abverkäufe, also ein sehr, sehr nervöser Handel gestern. Das war auch der Grund, weshalb wir ja gestern gesagt haben, wir möchten nichts irgendwie in den Handelsideen haben, was mit dem US-Dollar gerade zu tun hat, weil die Schwankungsbreiten einfach zu hoch sind. Und da werden wir jetzt sehen, wie sich das Ganze am Markt durchsetzt, ja, oder inwieweit die Marktteilnehmer da noch weiter drauf reagieren. Ich erwarte eigentlich, dass wir jetzt weiter einen schwachen US-Dollar sehen. Also das heißt, Dollarindex runter, Euro rauf, australischer Dollar rauf gegen den US-Dollar, britisch Pfund stark gegen den US-Dollar, Gold und Silber weiter stark. Das wäre eigentlich das, was ich für die nächste Zeit erwarten würde. Indizes weiter stark. Ja, das war eine sehr, sehr indexfreundliche, eine sehr aktienfreundliche Rede, die Paul gestern gehalten hat. Also auch da würde ich erwarten, dass die Trends, die jetzt aktuell bestehen, sich einfach weiter fortsetzen. Ja. Okay. Ja, genau. Also bisher dürfen keine Aktien direkt gekauft werden.
Eigentlich ist das überall so bei allen Zentralbanken, ja, aber so langsam wird das aufgeweicht. Das ging ja los mit Anleihen, die im großen Stil gekauft worden sind. Dann hat man das erweitert auf Unternehmensanleihen, die direkt gekauft worden sind. Und inzwischen ist man also auch so weit, dass man so weit gehen würde, Aktien direkt in die Bilanz der Fed reinzunehmen. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf die Märkte. Also das, was wir haben ein bisschen mehr heute. Ich fange einfach mal mit den Indizes an. Es ist viel passiert gestern über den Tag und auch heute in der Nachtsession in Asien. Von daher haben wir ordentlich zu tun. Ja, was wieder mal ganz klar ist, die Trends setzen sich hier weiter fort in den USA. Wir haben gestern hier wieder lauter grüne Tage gesehen, bis auf den Nasdaq. Ja, der hat gestern ein bisschen geschwächelt. Da haben wir hier eine rote Kerze, aber der ist heute eben auch schon wieder grün und ist schon wieder dabei, hier oben drüber zu laufen. Warum haben wir da geschwächelt? Zwei Gründe. Wir haben vorgestern eine extreme Bewegung in den Märkten gesehen, nachdem Salesforce 30% zugelegt hat. Die haben sehr, sehr gute Quartalszahlen geliefert und steigen ja auch noch auf in den Dow Jones. Das hat für richtig Feuer gesorgt vorgestern. Und die Bewegung von Salesforce hat fast alle großen Tech-Werte mit nach oben gezogen. Ja, eine Adobe hat fast 6% gemacht und so weiter. Und das ist gestern einfach ein bisschen gegenkorrigiert worden. Und da sind zwei Dinge zusammengekommen. Die extrem starke Bewegung vom Vortag, wo bei vielen Aktien einfach ein bisschen Korrektur reingekommen ist. Und die 12.000er-Marke im Nasdaq. Ja. Es ist sowieso ungewöhnlich. Man muss sich erst mal daran gewöhnen, dass der Nasdaq fünfstellig ist. Ja, der war bisher immer nur vierstellig. Der war immer unter 10.000. Und jetzt sind wir innerhalb kürzester Zeit, ja, wenn wir uns das mal anschauen, wo wir hier über die 10.000 gegangen sind. Das war im Juni, ja, Anfang Juni diesen Jahres. Und jetzt stehen wir hier schon wieder 20% höher bei 12.000. Wow. Ja. Und ihr seht das, diese runden Zahlen, ja, die sind einfach starke Widerstände. Wir haben das genauso gesehen hier bei 11.000. Der erste Drive, der durch die 11.000 gegangen ist, der hat hier auch zu einer deutlichen Abwärtsreaktion geführt. Ja, einmal kurz über 11.000 und dann sofort deutlich drunter geschlossen. Das war dann hier eine Bewegung von fast 700 Punkten im Nasdaq, die hier nach unten gerauscht sind. Dann sind wir nochmal an die 11.000 gelaufen, haben eine noch größere Abwärtsbewegung gesehen. Das war diese ABC-Korrektur, die wir hier einmal auf dem Daily drin haben. Und die war bedingt eben hier auch durchs Erreichen der 11.000. Jetzt sind wir an der 12.000. Ganz ehrlich, wenn das alles war gestern, was wir hier an Negativreaktionen auf diese 12.000er-Marke sehen, dann ist das sowas von bullish. Wenn wir über die Hochs gehen von gestern, dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir hier die nächste Rakete nach oben sehen werden im Nasdaq. Ja. Gestern schon gut weiterentwickelt, haben sich hier S&P-Index, ja, neue All-Time-Highs, gestern neues All-Time-High, auch im Closing-Kurs, heute schon wieder neue Highs. Ja, Dow, nachdem der aus dieser Bullflag hier ausgebrochen ist, ja, kommt er auch so zu seiner alten Stärke zurück, hat hier auch richtig Gas gemacht. Gute Chancen hier oben den All-Time-High-Bereich zu erreichen. Also auch da ist ordentlich Feuer drin. Ja, dann haben wir ja eben schon gesagt, der SMI tut sich echt schwer hier oben mit der Begrenzung, ist gestern ordentlich abgerauscht nach unten und könnte auch noch mal nach unten aus dem Dreieck ausbrechen. Also der nach wie vor noch kein Kaufkandidat. DAX tut sich schwer, ja, gestern hier negativ. Der muss tatsächlich wirklich über dieses Level hier oben drüber, sonst ist der erstmal gar nicht weiter interessant. Ja, und jetzt haben wir hier den Nikkei. Da hat es eigentlich gut angefangen in der Nachtsession. Auf die Rede von Paul hat er ganz gut reagiert. Und dann hat es auf einmal gerumst. Ja, und was ist da passiert? Ja, Rücktrittsankündigung, Shinzo Abe. Ja, man ist schon länger dabei und spekuliert. Ihm geht es gesundheitlich nicht besonders gut, war häufig in der Klinik und muss auch immer wieder behandelt werden. Und jetzt hat er also anscheinend tatsächlich seinen Rücktritt angekündigt. Das hat für kräftige Abverkäufe im Nikkei gesorgt. Also die japanischen Aktien im späten Handel kräftig unter Druck. Das hat aber auch dafür gesorgt, dass wir
eine Gegenreaktion im japanischen Yen gesehen haben. Ja, und das ist ja für uns wichtig, weil wir hatten ja gestern in unseren Handelsideen zwei Dinge hier drin, und zwar einmal den Aussie-Japanese Yen. Ja, da haben wir ja relativ lange gewartet hier auf diesen Break auf dem Wochenchart. Der ist dann gestern gekommen. Ja, sehen wir hier. Sehr dynamische Bewegung. Ja, wir haben die ganze Zeit hier geduldig gewartet und haben jetzt gestern auch nochmal gesagt, wenn wir über dieses Hoch hier gehen, über dieses Zwischenhoch, dann rechnen wir damit, dass hier ordentlich Druck in den Markt kommt. Und was ist passiert? Wir sind über das Zwischenhoch gegangen und es ist ordentlich Druck in den Markt gekommen. Ich bin der Meinung, das Ganze hätte sich auch direkt hier weiter fortgesetzt, wenn wir nicht diese Shinzo Abe-Meldung aus Japan bekommen hätten. Die hat hier erstmal für so ein bisschen Druck gesorgt auf dem Markt. Na, im 4-Stunden-Chart sehen wir es, ist sehr, sehr schön angelaufen hier, eine super dynamische Bewegung nach oben. Und dann heute in der Nachtsession kam eben hier der Turnaround. Da müssen wir jetzt gucken. Ich gehe davon aus, dass das eine kurzfristige News-Reaktion ist und wir dann danach wieder in die Trendrichtung zurückfallen. Das ist ja doch wirklich ein sehr, 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 sehr wichtiges Ausbruchslevel, was wir hier gesehen haben. Von daher, mich würde es überraschen, wenn wir jetzt aufgrund der Abemeldung hier einfach drehen und wieder in das alte Dreieck oder unter diese Ausbruchslevel hier zurückfallen. Aber im Moment ist erstmal ein bisschen Korrektur im Markt. Sei ihm auch gegönnt, ja, nach dem kräftigen Anstieg hier. Wenn wir uns das anschauen, die letzte Bewegung und das, was dann jetzt hier an Retracement läuft, das ist nicht viel. Ja, das ist auch nicht besonders negativ bisher zu sehen. Ich hole mal kurz das Zeichentool, dann kann ich hier mal noch ein paar Sachen markieren. Im Prinzip sind wir jetzt auf dem Stundenchart gerade mal hier in dieses Unterstützungslevel reingelaufen. Ja, das ist noch nichts. Ne? Wenn die Bewegung sich jetzt weiter nach vorne, nach oben durchsetzt und weiter nach oben fortsetzt, dann ist das trotzdem noch ein sehr bullisches Setup. Dann ist das immer noch so, dass wir hier mit neuen Hochs rechnen können. Da können wir jetzt auch gleich mal auf den Wochenchart gehen und das Ganze nochmal in der größeren Zeitebene betrachten. Ja, und da sind ja unsere Level, die wir gerne erreichen würden, ja, die liegen so hier in diesem Bereich. Ne? Da ist also durchaus noch eine ganze Menge Platz nach oben. Ne? Also so bis zur 79 ist da jetzt recht locker Platz. Wir haben hier, muss man aber allerdings auch sehen, ja, ein Widerstandslevel durch diese ganzen Tiefs, die hier liegen. Na, das ist wie so eine Flip-Zone. Wir sind hier einmal unten drunter gekracht mit viel Momentum, sind sofort wieder hochgekauft worden und dann hat sich dieser Kerzenkörper, den wir hier haben, dieser kleine rote Kerzenkörper, der hat sich hier als Unterstützungsbereich entwickelt. Ja, hat hier viele, viele Wochen gehalten, bis der Markt dann durchgebrochen ist. Und dann sehen wir ja eben auch, wie wichtig diese ganzen Niveaus hier sind, ja, dass wir hier immer wieder in diesen Bereichen hängen geblieben sind. Und jetzt sind wir hier oben drüber gegangen, ja, sind am oberen Bereich angelangt, ne, bei diesen Kerzenkörpern hier, untere Begrenzung der Kerzenkörper. Und wenn wir jetzt einen weiteren Ausbruch hier oben drüber sehen, dann glaube ich, haben wir echt gute Chancen, hier nochmal Dynamik zu sehen und in diesen Bereich reinzulaufen. Ja, also so das langfristige Bild, das ist also quasi unverändert. Dann hatten wir gestern noch den British Pound Japanese Yen, der sah ganz ähnlich aus. Ja, auch hier wichtiges Ausbruchslevel, Bull Flag auf dem Wochenchart. Ja, da haben wir auch gesehen, dass wir mit dem Ausbruch hier schönes Momentum reingekriegt haben und haben jetzt aber dieselbe Reaktion gesehen, natürlich wie im Aussie Japanese Yen. Insgesamt ist die Bewegung ein bisschen schwächer. Ja, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir hier eben auch dieses sehr starke Widerstandslevel haben, wo wir jetzt das erste Mal tatsächlich wirklich rangelaufen sind. Das liegt hier. Da sind wir das erste Mal rangelaufen. Von daher würde ich auch erwarten, dass der Rücksetzer hier vielleicht ein bisschen weiterläuft, dass wir also auf dem Tageschart ja dieses Ausbruchslevel hier nochmal testen. Dieses hier. Ja, dass wir vielleicht tatsächlich bis in diesen Bereich hier um 1,40 nochmal zurückgehen könnten, dann sollte sich aber die Bewegung auch weiterentwickeln. Ja, jetzt haben wir aber gesehen, für die, die noch keine Position haben,
heute 15 Uhr, wichtige Rede der Bank of England. Ja, könnte auf jeden Fall zu kurzfristigen Verwerfungen hier am britischen Pfund führen. Deswegen wäre das jetzt keine Position, in die ich heute neu reingehen würde. Ja. Wer sie aufgebaut hat, kann sie halten. Wer sie noch nicht hat, sollte sie auch nicht nehmen. Der sollte dann lieber auf den Aussie-Dollar umsteigen oder vielleicht auf den Swissie. Ja, den können wir uns hier mal kurz angucken. Der sieht auch ganz interessant aus. Swiss Franc, Japanese Yen haben wir hier. Ja, der sieht auch ganz nett aus. Da haben wir jetzt eben auf dem Wochenchart auch hier drei Wochen mehr oder weniger seitwärts. Also auch das könnte man hier so ein bisschen als Bullflag betrachten. Ich nehme das mal ein bisschen zurück. Ja. So, das, was wir jetzt also hier haben, wäre hier die Bullflag. Ja, eine Range, die seitwärts läuft an einem wichtigen Widerstandslevel. Ja, und das wichtige Widerstandslevel, das ist im Prinzip dieses hier. Ja, das fängt hier so an, hier oben. Ja, und das geht runter bis in diesen Bereich hier. Ja, also das hier ist ein wichtiges Widerstandslevel. Und da müssen wir drüber gehen. Wenn wir da drüber gehen, dann haben wir hier gute Chancen, bis zum nächsten Bereich zu laufen. Und der liegt erst hier oben so bei 123. Ja, also hier ist auch ordentlich Luft nach oben, wenn sich das Ganze denn anfängt zu bewegen. Dafür bräuchten wir aber erstmal den Ausbruch hier aus dieser längerfristigen Bullflag. Ja, und da kann man natürlich auch gucken, ob man das Ganze jetzt in einer kleineren Zeitebene irgendwie sinnvoll umsetzen kann und Ausbrüche aus der kleineren Zeitebene dafür verwenden, um nachher in die größere reinzukommen. Und da gibt es hier ein gutes Niveau, diese alten Hochs hier. Ja, da sind wir heute in der Nacht schon einmal drüber gelaufen, sind dann aber wieder deutlich zurückgekommen jetzt aktuell. Das könnte hier eine bärische Tageskerze werden, dann würde sich das Ganze nach unten weiterentwickeln. Sollten wir allerdings innerhalb des Tages hier wieder Kaufdruck sehen, also dass sich diese Kerze hier wieder zu einer dynamischen Aufwärtskerze entwickelt, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, dieses Breakout-Level dann hier, wenn es ein zweites Mal genommen wird, als Einstieg zu verwenden. Und darauf zu setzen, dass sich nach diesem Breakout, so wie wir das in der letzten Zeit ja hier öfter gesehen haben, ja, dass sich hier nach wichtigen Breakouts ein kräftiges Momentum aufbaut, nach Breakout ein Momentum aufbaut, dass wir das hier dann eben auch wieder sehen und dann recht schnell in diese Widerstandsbereiche aus dem Wochenchart kommen und da vielleicht dann auch, wenn wir ein bisschen schön Schwung holen, mit Dynamik oben drüber gehen. Das wäre also durchaus eine interessante Variante, die man für heute auf der Uhr haben könnte. Ansonsten, was noch etwas aggressiver läuft und noch etwas besser läuft, ist der Aussie-Dollar, ja, gegen den US-Dollar. Der gibt hier richtig Gas weiterhin. Der ist sowieso sehr stark. Der hat relativ schnell diese Zwischenhochs hier überschritten. Ja, auf dem Wochenchart. Diese Zwischenhochs hier. Die hat er recht schnell genommen. Das ist also wirklich hier ein richtig schönes V im Markt. Das spricht immer für Stärke. Und dann haben wir jetzt gesehen, dass wir hier über die letzten Tage so ein bisschen in so eine Seitwärtsrange reingelaufen sind. Hier, das ist diese Seitwärtsrange. Die ist zwar leicht aufwärts gerichtet. Ja, wir haben hier steigende Tiefs und steigende Hochs. Aber insgesamt, ja, ist die ganze Bewegung eher seitwärts ausgerichtet. Und da sind wir jetzt hier gerade dabei, aus dieser Range nach oben auszubrechen. Also das ist für kurzfristige Trades hier sehr, sehr gut geeignet. Ja, warum für kurzfristige? Naja, weil wir haben hier auf dem Weekly ein ganz wichtiges Widerstandslevel an diesem Bereich, 73,80. Und 73,80 wäre das Kursziel, was ich jetzt hier mal ausrufen würde für diese laufende Bewegung. Ja, wir sind gerade dabei, über das Zwischenhoch hier zu gehen. Ja, wenn wir da drüber gehen, würde ich hier die 73,80 als nächstes Ziel ausrufen. Und das lohnt sich dann natürlich nicht, wenn man das Ganze jetzt hier auf dem Wochenchart handeln will und sagt, hey, ich packe meinen Stop ja so ein bisschen defensiv hier unter das letzte Tief, ja, und habe jetzt hier ein Mörderrisiko.
für eine ganz kleine Spanne, die ich noch verdienen kann, das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, und deswegen sind das dann Setups, wo wir sehen, okay, wir sind hier dynamisch unterwegs. Ja, wir sehen langfristig hier im Görsch-Trend ganz klar steigende Dynamik. Wir haben eine ganz klar steigende Stochastik, die hier nicht im Ansatz den Eindruck macht, irgendwie negativ drehen zu wollen. Und wir haben einen RSI, der bei 70 liegt. Und das ist auf dem Weekly ein ganz, ganz starkes Zeichen, ja, dass wir weiter Druck sehen. Und deswegen wäre ich super gerne dabei, solche Breakouts hier zu handeln für die kleine Zeitebene. Ja, hier kann man dann im Stundenchart zum Beispiel hier sehr, sehr schön nehmen, sowas. Ja, das ist jetzt hier gerade schon durchgelaufen, aber im Prinzip solche Breakouts hier oder dann eben auch heute um 8 nochmal den Rücksetzer oder jetzt um 9 um 8 diesen Rücksetzer auf dieses letzte kleine Hoch hier, dass man solche Bereiche dann nutzt, um Trades aufzubauen. Ja, wir sind hier bei 72,90, das heißt, wir haben ungefähr 90 Ticks, die wir hier verdienen können bis 73,80 und müssen dafür einen Stop nehmen hier. Entweder hier einen ganz aggressiven Stop, ja, von ungefähr 40 Ticks, dann arbeiten wir mit einem 2,5:1 Chancerisiko oder 2,2:1 Chancerisiko. Da brauchen wir auch nicht so eine hohe Trefferquote. Oder wir nehmen den defensiven Stop-Bereich, der liegt hier unten so bei 72,15. Das heißt, da arbeiten wir so mit 75 Pips Stop. Ja, für 90 ungefähr, die wir verdienen wollen, ist immer noch so ein 1,2:1. Da brauchen wir eine deutlich bessere Trefferquote. Die werden wir auch generieren durch die größeren Stops. Ja, aber das sind also Varianten, die sich dann hier ganz gut traden lassen im Prinzip. Ja, das wäre also ein schönes kurzfristiges Setup. Wer jetzt noch nicht dabei ist, hier ist es jetzt ein bisschen zu spät. Da müsste man tatsächlich den aktuellen den aggressiveren Stop hier nehmen, um da noch einen sinnvollen Trade draus machen zu können. Wer das lieber ein bisschen defensiver handeln will, kann hier immer noch warten, ob es nicht nochmal einen Rücksetzer auf dieses Hoch hier gibt und dann da in diesem Bereich einsteigen. Ja. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil wir eben auch hier ein sehr wichtiges Level haben, ganz, ganz wichtiges Hoch. Ja, da sind wir hier einmal drüber gespiked, gestern mit Paul dann wieder deutlich drunter gekommen. Und jetzt haben wir hier diesen Break schon gesehen. Ja. Und das ist etwas, was man durchaus dann ganz schön handeln kann. Okay, was hatte ich noch? Ich hatte noch angekündigt, ja auch bei Facebook in der Kurzmeldung schon das Ganze einmal hier auf dem Silber noch zu zeigen, die aktuelle Situation. Die sieht nämlich auch wirklich schön aus. Ja, ihr seht, wir haben überall hier diese Spikes drin. In allem, was gegen den US-Dollar gehandelt wird, haben wir diesen Spike hier drin von gestern. Dynamisch rauf war die erste Reaktion auf Paul. Dann diese deutlichen Abverkäufe, keine Ahnung, wo die herkamen. Ist auch fundamental für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Könnte eigentlich nur heißen, dass das, was er da gesagt hat, im Prinzip schon komplett so erwartet worden ist und jetzt keine große Überraschung mehr war. Aber es ist halt typisch, deswegen hatte ich ja gestern auch gesagt, passt ein bisschen auf bei allem, wo der US-Dollar mit drin hängt. Wenn der Paul redet, dann haben wir gute Chancen, da hohe Dynamik und starke Volatilität drin zu sehen. Ja, und genau das ist eben hier auch passiert. Aber prinzipiell sieht das Ganze so aus, dass uns das ganz schöne Einstiegslevel generiert. Ja, wenn nämlich jetzt Silber hier nach oben ausbrechen sollte über die 28-Dollar-Marke, dann haben wir hier ein schönes Setup, nämlich dann haben wir hier auch den Breakout aus diesem Dreieck, was sich hier entwickelt hat. Ja, es ist eine sehr dynamische Bewegung, die hier gelaufen ist. Ja, nach diesem parabolischen Anstieg, den wir gesehen haben hier im Silber, haben wir eine ganz typische Reaktion gesehen. 2 Tage Pause und dann die Auflösung der Parabel nach unten und eine Auflösung einer Parabel. Also ja, nochmal ganz kurz, was ist eine Parabel? Eine Parabel ist im Prinzip sowas hier, wo wir mit einer flachen Steigung anfangen und dann hier immer stärker in diese Steigung reingehen und nachher hier am Ende fast senkrecht nach oben laufen. Das ist eine Parabel. Ja, und wenn diese Parabeln dann brechen, das heißt, wenn diese letzte Trendlinie, die man hier anlegen konnte,
entweder diese oder ganz aggressiv dann auch schon diese. Ja, wenn diese Trendlinien dann brechen, dann hat sich das Ganze meistens erledigt und dann laufen wir mindestens bis in den nächsten Unterstützungsbereich. Das war also wirklich noch relativ wenig. Das ist zwar prozentual viel, was hier gelaufen ist, aber im Verhältnis zur Bewegung war das relativ wenig, nur dass nur dieses Level angetestet worden ist. Ja, nicht das hier und auch nicht das hier. Und das wäre auch durchaus möglich gewesen, dass wir hier unten nochmal bis 19 oder 20 Dollar zurücklaufen. Ja, weil oft korrigieren diese Parabeln tatsächlich so um 80% der letzten Bewegung. Ja. Und das ist also immer noch bullisch, was wir hier sehen. Obwohl es so einen starken Abverkauf gab, ist das immer noch bullisch. Ich hatte auch hier in dem Bereich eine Long-Position aufgebaut, auch in einem öffentlich gehandelten Konto. Und von daher, ich bin dann irgendwo hier in dem Bereich, als wir hier zurückgekommen sind, das Widerstandslevel getestet haben, hier zurückgekommen sind, bin ich dann ausgestiegen. War ein schöner Gewinn, aber ich bin auf der Lauer für einen Wiedereinstieg und das könnte hier ein Level sein für einen Wiedereinstieg, nämlich eben, wenn wir hier aus diesem Dreieck nach oben ausbrechen und dann eben auf der kurzfristigen Zeitebene, ja, hier im Stundenchart, dann auch über dieses Powell hoch drüber gehen. Das ist eigentlich immer ganz schön, ja, wenn wir solche extremen Bewegungen sehen, viel Volatilität hier drin. Das bietet uns dann oft gute Einstiegsmomente, gute Einstiegslevel. Ja. Auch im Gold sieht es nicht schlecht aus. Das ist ja eigentlich der typische Kandidat, der dann auf den Dollarindex reagiert. Da haben wir auch gestern ganz klar die Reaktion gesehen. Ja, extreme Dynamik nach oben bis 1977. Ja, und die Linie lag schon vorher drin. Warum? Weil das Widerstandslevel hier ist. Hier ist das alte Hoch, ja, das alte Tief. Hier ist das alte Hoch. Dieser Bereich hier ist Widerstand. Wir haben genau diesen Bereich angetestet, sind dann da auch wieder hart abverkauft worden und bewegen uns jetzt eben hier in der kleineren Zeitebene im Stundenchart auch wieder in einem intakten Aufwärtstrend. Ja, im Prinzip haben wir hier eine ABC gehabt auf diese Korrektur. Die ist dann hier gelaufen, zack. Und jetzt sind wir hier wieder in der neu entstehenden Trendbewegung und haben auch hier gute Chancen, nach oben weiterzulaufen. Ja, also auch im Gold sieht das Ganze ganz gut aus. Nur wenn wir uns das Dreieck an sich mal anschauen und vergleichen das ein bisschen mit dem Silber, ja, dann haben wir hier das Ganze so ausgestaltet. Das ist also etwas steiler und wir bewegen uns hier noch mehr im unteren Bereich von diesem nach unten hin etwas flacheren Dreieck. Und wenn wir da jetzt nochmal in Silber gucken, schauen wir uns das Ganze im Silber nochmal an. Ich kann ja eigentlich mal beide parallel reinholen, die habe ich hier auch irgendwo drin, da muss ich mal gerade schauen, hier. Ja, da haben wir hier Silber auf dem Tageschart und hier haben wir Gold auf dem Tageschart. Und das, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ihr euch einmal die Steigung anschaut, ja, von diesem Dreieck. Hier sind wir sehr stark aufwärts gerichtet und hier sind wir doch etwas flacher gerichtet. Ja. Deswegen finde ich in dieser aktuellen Situation irgendwie Silber den schöneren Trade, ja, weil wir die relative Stärke hier momentan im Silber haben und aber schön sind die Situationen beide, ja, gar keine Frage, gar keine Frage. Und man sieht aber auch, wir sind im Silber, wenn wir uns diese steilere Linie hier vom Hoch anschauen, da sind wir schon ausgebrochen und haben einfach hier nochmal den Rücksetzer gesehen. Und im Gold, ja, da sind wir noch nicht ausgebrochen. Da hatten wir einmal kurz den Break und haben sofort wieder darunter geschlossen. Und das war auch einfach im Silber bullischer, dynamischer. Ne? Das ist das, was ich meine damit, wenn ich sage, wenn ich zwei Trading-Kandidaten habe, die beide interessant sind zum Kaufen, dann möchte ich gerne den relativ stärkeren Wert kaufen. Und das wäre in dem Fall hier einfach Silber. Gut, und eine letzte Geschichte noch. Das hatte ich in der ersten Woche, in der wir hier zusammen waren, schon mal gezeigt. Es waren ja jetzt gestern wieder die neuen Schlagzeilen, dass der Konflikt zwischen USA und China sich weiter verschärft. Ja, es gibt schon wieder neue Sanktionen gegen China von Seiten der USA aufgrund der territorialen Kämpfe, die da gerade stattfinden.
Allerdings, oh Wunder, ja, wir sehen das überhaupt nicht in der Bewegung der Indizes, wir sehen das überhaupt nicht in der Bewegung der Aktien. Und wenn ihr euch daran erinnert, als diese ganze Geschichte des Handelsstreits begonnen hat, was wir da für Schwankungsbreiten in den Indizes bekommen haben, wie extrem negativ die Aktien reagiert haben auf jede neue Hiobsbotschaft, dass Trump wieder neue Zölle implementiert. Die Märkte sind kräftig abverkauft worden. Wir haben teilweise 3, 4% Verlust gesehen an einem Tag. Das sehen wir im Moment überhaupt nicht. Ja? Die Märkte sind stark. Alles, was an negativen Nachrichten aus China kommt, verpufft am Markt. Warum ist das so? Ich habe es in der ersten Woche schon gezeigt. Es gibt meiner Meinung nach einen ganz schönen Indikator, den man verwenden kann, eben genau für diese Analyse. Das ist der, wo haben wir einen? Ich glaube, ich habe ihn hier drin. Das ist, hier ist er. Ja, das ist der US-Dollar gegen den chinesischen Yuan. Die Abwertung des chinesischen Yuan ist die stärkste Waffe, die die Chinesen überhaupt haben. Ja, und wenn wir uns anschauen, wo diese Handelsstreitigkeiten begonnen haben, ja, hier so Anfang im ersten Quartal 2019. Da ging das Ganze los mit den ersten Zöllen auf chinesische Waren. Ja, da haben wir diese Bewegung gesehen und haben dann, als das Ganze eskaliert ist, diese Bewegung gesehen. Ja, also richtig Vollgas hier. Und wir hatten über Jahre eigentlich so eine magische Grenze hier im Währungspaar US-Dollar gegen chinesischen Yuan, die lag so ungefähr bei 7. Ja, 7 Yuan für den Dollar, das war so das, was die chinesische Regierung auch gerne gehalten hat. Ja, das Ding ist ja nicht im Free Float, also das ist ja nicht frei handelbar, sondern da wird der Wechselkurs ja mehr oder weniger festgelegt. Ja, da gibt es auch, muss man wissen, es gibt zwei verschiedene Wechselkurse. Es gibt einen Offshore-Wechselkurs und es gibt einen inländischen Wechselkurs. Die sind nicht identisch. Ja, das sind kleine Differenzen. Und da kann man anhand des Spreads, wie der sich entwickelt, auch abschätzen, was denn da so die nächste Handelsrichtung sein wird. Und im Moment, ja, brauchen wir da gar nicht groß drüber nachdenken und müssen uns auch keine Spreads anschauen, weil. Ja, das ist eine ganz klare Aussage, die der Markt hier trifft. Wir sehen keine tatsächlichen Spannungsverstärkungen zwischen USA und China. Denn wenn das so wäre, dann wäre die erste logische Konsequenz der Chinesen, das Ding hier hochzudrücken. Und das passiert eben im Moment nicht. Und solange wie das nicht passiert, mache ich mir an der Front einfach überhaupt keine Gedanken und blende diese ganzen Negativnachrichten, die da aus der China-Front kommen, einfach mal komplett aus. Ja. Ich berücksichtige das sehr wohl in meinem Investmentdepot. Ich habe fast alle chinesischen Werte, die ich hatte, rausgeschmissen. Ja, ich habe dann ganz klaren Cut gemacht und gesagt, das ist ein Risiko, was ich nicht tragen möchte, denn was wir momentan an den US-Märkten handeln können, aus dem Bereich der chinesischen Unternehmen sind halt keine Aktien, es sind ADRs, ja, es sind also keine tatsächlichen Aktien, sondern es sind so, ja, ja, so Besitzrechte quasi, irgendwas, was vertraglich festgelegt wird, was da gehandelt wird. Das sind keine typischen physischen Aktien. Und da ist die Gefahr groß, wenn diese Produkte delistet werden sollten in Amerika. Und das war ja über die letzten Monate immer wieder im Gespräch. Dann kann das zu ordentlichen Verwerfungen da führen am Aktienmarkt, bis vielleicht hin sogar, wenn man ganz viel Pech hat, zu einem Totalverlust von so einem ADR. Und das möchte ich nicht riskieren. Und deswegen habe ich insofern reagiert, dass ich da sehr viel umgeschichtet habe von dem, was ich als China Plays da drin hatte. Das Einzige, was ich noch behalten habe, ist die Alibaba. Den ganzen Rest habe ich rausgeschmissen. IQ und JD.com und NetApp und was ich nicht alles hatte, alles raus. Möchte ich auch im Moment erstmal nicht mehr haben. Gut, aber ansonsten, wie gesagt, ist das für mich die Situation, auf dieses Währungspaar zu schauen, Knoten in der Zunge. Also auf dieses Währungspaar zu schauen, das ist das, was für mich wichtig ist für den Bereich China und der Rest eben eher nicht so. Gut, dann eine Sache noch und zwar. Wo habe ich es? Hier habe ich es. Da schauen wir mal ganz kurz rein.
Habe ich vergessen zu speichern. Also da gehe ich noch mal ganz kurz hier in meine Unterlagen und wollte euch einmal schnell noch was zeigen. So, da habe ich es. Und zwar das hier. Ja, wir haben hier auch in Zusammenarbeit mit Tickmill eine ganz, ganz tolle Veranstaltung geplant, nämlich Ende September mache ich mit dem Mike, der ja normalerweise hier die Morning Sessions macht, ein sogenanntes Outperformance-Seminar. Worum geht es da? Es geht darum, dass wir euch zeigen, wie man konstant den Markt schlägt. Ja, es gibt ja für einen Investor immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege mir einfach irgendwelche ETFs ins Depot und versuche meine Performance eben 1:1 an den Indizes abzubilden. Da müssen wir aber einfach auch damit rechnen, dass wir mal Jahre haben, in denen wir 20% Minus machen. Ja, das kann durchaus passieren. Oder vielleicht auch mal nur 5% plus übers Jahr. Das ist mir als jemandem, der vom Handeln lebt, einfach zu wenig. Ich möchte auch, dass mein Investmentdepot Gas hat. Ich möchte Swing Trades aufbauen, die eben mir eine bessere Performance generieren als das, was am Gesamtmarkt möglich ist. Und das schaffe ich tatsächlich sehr konstant über längere Zeit und auch mit deutlich geringerem Risiko. Ja, weil in dem Moment, wo wir tatsächlich Trades einstreuen, haben wir immer nur einen Teil unseres Kapitals gebunden und haben auch immer nur einen Teil unseres Kapitals at risk. Und der Rest, der liegt quasi safe. Und trotzdem sind wir in der Lage, eine bessere Performance zu erzielen als das, was der Gesamtmarkt uns bietet. Und das machen wir über eine ganz ausgefeilte Auswahl an Einzelaktien und eben auch schöne Währungs- und Rohstofftrades in bestimmten Situationen. Und das wollen wir euch da in 2 Tagen einfach mal so ein bisschen näher bringen, mal zeigen, wie man das Ganze sinnvoll aufbauen kann, mal zeigen, wie man auch so ein Depot gestaltet und in welcher Art und Weise diese Swing Trades gefiltert und umgesetzt werden. Weil wir haben natürlich ein gigantisches Reservoir an Produkten, die wir handeln können. Ja, wir haben über 4.000 Aktien, die gut handelbar sind. Wir haben zig Währungspaare, die gut handelbar sind. Und wir zeigen euch einfach mal so ein bisschen unseren Screening-Prozess, den wir durchführen, um die Werte rauszufinden, die für die nächste Zeit wahrscheinlich gute Mover sind. Und zeigen euch natürlich auch, wie wir diese Werte dann entsprechend handeln. Das Ganze geht über 2 Tage. Und das würde mich freuen, den einen oder anderen von euch dabei zu sehen. Ja, ihr findet das zum einen hier bei Tickmill. Da werde ich auch gleich den Link nochmal posten. Dann findet ihr das auch auf der Website von mir und natürlich auch auf der Website von Mike, wenn euch das interessiert. Da findet ihr auch noch mal ein bisschen Beschreibung dazu. Ja, und hier eben ganz wichtig: Ihr kriegt tatsächlich als Tickmill-Kunde hier nochmal 10% Rabatt auf den Seminarpreis. Ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das nochmal an. Es sind einige wenige Plätze noch frei. Ich glaube, wir haben noch 2 Plätze frei. Dann sind wir hier voll. Das Ganze findet, wie gesagt, am 26. und 27. September in Dortmund statt, in den Handelsräumen von Lenz und Partner. Ja. Gut, das wollte ich noch gesagt haben in eigener Sache. Das war es dann soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für die tollen 3 Wochen mit euch. Das hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, wenn der Mike nochmal Urlaub macht, dass ich wieder am Start sein kann und dann wieder die Morgen hier gemeinsam mit euch verbringen. Bis dahin wünsche ich euch natürlich super erfolgreiche Trades, einen guten Handel, alles Gute, bleibt gesund, ja, und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht im September in Dortmund. Bis dahin euch allen alles Gute, bye bye.